Da bin ich wieder. Hab mir erstmal Scheilatte gemacht. Da mein Wasser leer ist. So. Ja. Ja, let's go. Einfach. Ja, ja. Starten. So. Mein Übertrag wird gestartet. So. Ha, Level 1. Habe ich schon eine neue Route raus? Ja, ne? Doch, doch, haben wir. Eben, da haben wir schon direkt verfahren gehabt. Dabei war's. Dinge sind geschehen. So. Ich will mich interessieren. Einmal kommen wir zu jetzt. Okay, doch mal da. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass er bei Zufall gar nicht die ganze Liste durchgeht, weil es irgendwie zu viele Lieder sind, sondern er sich nur im oberen Bereich immer aufhält. Aber jetzt sind wir doch relativ weit unten. Also er scheint doch auch unter Lieder auszufüllen. Ja. Na gut, dann gucken wir, ganz weit runter gehen hier. Fertig zum Losfahren. So, noch 180 Kilometer. Das ist doch Katzensprung. Achso, und für die, die sich jetzt wundern, warum ich mir, wenn es draußen so dämsig und warm ist, mir heißen Scheilatte mache. Ja, ich bin halt so. Wenn es draußen warm ist und brütet, dann kann ich entweder ganz kalte Sachen trinken oder ganz heiße Sachen. Das Einzige, was hier nicht geht, ist so lauwarmes Zeug. Also, weiß nicht, so. Ja, halt, wie gesagt, so lauwarme Sachen kriege ich halt nicht runter. Genauso wie ich auch so trockene Sachen wie Brot und so nicht runterbekomme. Aber heißer Tee oder sowas, das geht auch, wenn es heiß draußen ist. Und brütet. Und kocht. Und ich koche. Durch den Tee. Was? So. Warum muss man mich auch ein bisschen auf die Straße konzentrieren, damit ich nicht nochmal 20 Mal hier falsch abbiege? Rückspiegel sieht auch weniger auf, oder doch, das ist ein bisschen lang, okay. Eben dadurch, dass es hier hinten so schräg runter geht und damit in meiner Kamera mit der Flucht geht, sieht das so extrem lang aus. Da bist du ja gar nicht so lang. Naja. Und bergab. Aber wir wollen doch mal gleich mal den Schwung nehmen. Schon haben wir den Berg mit 90 geschafft. Easy.
Bei der ersten Folge kam mir die Musik so extrem laut vor. Und jetzt sind wir ein bisschen so leise. Gut, vielleicht, weil wir da auf der Autobahn fahren und dementsprechend die Fahrgeräusche sehr laut sind. Oder sind meine Lautsprecher wieder. Kopfhörer. Nö. Kopfhörer habe ich eingestellt. Oh, wer weiß. Liegt also wahrscheinlich doch an den Fahrbahngeräuschen. Bitte links halten. Wie ist es nach rechts, Junge? Nach rechts aber schon nach links. Na, ja, in solchen Fällen einfach, wenn die linke Spur eh frei ist, nach links ziehen, dann hast du ein bisschen Ruhe. Weil der LKW wäre, selbst wenn ich auf meiner Spur geblieben wäre, hätte er trotzdem nach rechts, wieder rechts, nach links gezogen. Ich meine, gut, ich. Im Realen hätte ich mich seiner Geschwindigkeit angepasst, so, aber. Pff, davon träumt er höchstens. Und schon geht langsam die Sonne unter. Die Schatten werden länger. Aber ich freue mich schon. Ich hatte ja mal vor einer Weile gezeigt gehabt. Ich glaube, es war bei ETS. Dass die Schatten nur eine gewisse Länge erreichen. Und dass, wenn die Sonne sehr tief steht, die Schatten trotzdem nicht mehr länger werden. Aber irgendwie hoffe ich, dass es vielleicht doch irgendwann mal so ist, dass die Schatten doch sehr lang werden. Weil das wäre schon geil. Und da vorne ist das Ziel. Bitte rechts halten. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Hä, warum schickt er mich eigentlich? Nimm diese Ausfahrt. Ach, wo ich den Marker gesetzt habe. Ich habe schon gefragt, warum er mich so lang schickt, statt hier aber lang zu fahren. Aber ja, da war ja was. Ich schaue, ob das wieder eine Werkstatt ist, die wir noch nicht haben. Und bisher läuft die Quote relativ gut, ne? Wir haben bisher immer von jedem Händler mal eine Garage gefunden. Ah, Volvo. Gut, streng genommen ist das die erste Garage, die wir gefunden haben, ne? Die erste Garage haben wir quasi geschenkt bekommen, so. Von daher, ne? Aber... Was will denn überhaupt noch? Wo sehe ich denn das jetzt überhaupt? Berge werden da bestimmt. Obwohl, doch klar, haben wir ja schon. Ja. Das fehlt doch eine ganze Menge. Gut. Ich meine, so viel haben wir uns noch nicht aufgedeckt, so. Da.
Ich weiß noch nicht mehr, welche Firmen fehlen. Also Renault fehlt auf jeden Fall, Mercedes fehlt, Scania fehlt. Oh. Ach stimmt, wir haben bei uns einen Scania, aber den haben wir noch gar nicht ausgecheckt, weil eben direkt bei unserem Raum, da ist ja ein Scania. Und was fehlt noch? Iveco. Iveco haben wir ja schon. Irgendeine Firma fehlt noch. Ach so. Ja, weg mit dir. Auf geht's. Leute, brüte mal ja alle. Man muss hier weit ausschwenken. Das sind schwere Zeiten und enge Straßen. Biege nach links ab. Oh, Sonnenuntergang. Schon geil. Hör mal auf hier. Wir sind heile angekommen. Schnieke. So, wollen wir schnell die Achsen runterlassen. So, mal ab. Ah, wieder fast ein Level. Jutin. Es wäre schön, wenn wir endlich mal ein paar elektrische LKWs hier haben. Aha! Der neue Scania. Jawoll, ja! Gut, dann haben wir zwar schon, aber hey, egal, drauf geschissen. Aber ich hör mal nochmal, wenn ich jetzt hier manuell irgendwas auswähle, zum Beispiel hier oben. Haben wir überhaupt keine elektrischen LKW? In Hamburg? Auch nichts. Das ist ja deprimierend. Ja, übrigens, ein bisschen dumm gemacht. Aber wenn du einfach nur durchsippst, dann siehst du das. Habe gerade vielleicht gesehen. Das elektrische Schild sieht man immer nicht. Sondern du musst wirklich immer warten und bis das Ding, das wird quasi auch erst nachgeladen. Das heißt einfach so durchsippen und dann gucken, ja, wo ist hier blaues Symbol? Geht leider nicht. Da übersiehst du sie komplett. Muss wirklich mal warten, bis die LKW fast auftauchen. Und dann siehst du erst auch die Pfeile. Hat mein einziger LKW. Gut, dann. Auftrag annehmen. Und um den Sound zu genießen. Schnauze. Ja, sieht optisch aus, genauso wie so ein R- oder S-Modell. Also optisch gesehen kein großer Unterschied. Ich glaube, es ist bei denen auch so ähnlich wie bei Volvo, ne? Volvo hat ja auch elektrische LKWs gebaut, also hat, baut auch elektrische LKWs. Und das ist auch einfach so, dass sie ihre vorhandenen Modelle einfach nehmen und die halt ein bisschen abgeändert haben, halt auf Elektrik umgebaut haben. Und ich schätze mal, bei Scania hat es halt genauso gemacht, dass sie auch einfach ihr vorhandenes Modell genommen haben und das halt einfach auf Elektronik umgerüstet haben. Und das sage ich nicht, komplett neuen LKW designt haben, so wie halt zum Beispiel Renault gemacht hat. Die haben ja ein komplett neues Design gemacht für den elektrischen LKW. Lass uns loslegen. Oh, kein Motor. Kein Motorgeräusch. Nice.
Leider hat der Scania auch nicht so schönes Dashboard, ne? Der Renault, der hat ein richtiges Info hier, also halt ein Display extra für die ganzen Stats und so. Rechts ab. Biege nach rechts ab. Nur die Fahrgeräusche. Achso, ich kann hier gar nicht die Fenster aufmachen. Stimmt, die Entferntaste, die ja normalerweise mal Fenster runter war, also linkes Fenster runter, ist ja hier jetzt die Debug-Konsole. Du hörst echt gar nichts. Ja, egal, kann man hier eigentlich. Entschuldigung. Da rechts und unter dem Navi, da sieht man, dass man immer noch nur das Navi durchschalten kann. Da ist auch kein Infotainment-System. Und dem Dashboard selber, da kann man. Na gut, die Entfernung und die Batterieprozentsatzzahl. Und die Systeme sind natürlich auch nur regenerativ. Aber das heißt, wenn du jetzt nicht gerade mit deiner Betriebsbremse bremst, sondern mit der Motorbremse, dann lädst du damit halt tatsächlich auch den Akku auf. Beziehungsweise, wenn du mit der Betriebsbremse bremst, ist das in der Regel automatisch deine Motorbremse. Ich glaube, man hat auch noch eine Fallback-Bremse, die immer mechanisch, also die Luftdruckbremse bedient. Aber ich glaube, die musst du extra auswählen. Wenn du normal aufs Bremspedal drückst, dann hast du, glaube ich, bei elektrischen LKWs immer die Motorbremse. Also die regenerative Bremse. Bin ich mir aber nicht so sicher. Ne? Also jetzt, ne? Nicht hier, ist ganz gefährliches Halbwissen. Oder eigentlich sogar gar kein Wissen. Weil ich weiß, dass wenn du halt den Retarder benutzt, ne, du hast ja normalerweise beim LKW, hast du ja hier das auf der rechten Seite da dieses der rechte Hebel, da ist ja auch die Retarderstufen mit dabei. Und wenn du die benutzt beim elektrischen LKW, dann ist das auf jeden Fall regenerativ. Das heißt, du nutzt dort nicht den Retarder, sondern tatsächlich die Motorbremse. Überholt er jetzt ernsthaft? Du Noob. Und wie gesagt, soweit ich weiß, ist aber auch selbst die Betriebsbremse die regenerative Bremse. Wobei das da, glaube ich, vor allen Dingen darauf ankommt, wie du sie benutzt. Ne? Also wenn du sie komplett durchdrückst und dann quasi, also ja, halt der LKW denkt, dass du eine Vollbremse machen möchtest, dann nutzt er tatsächlich auch die hydraulische Bremse und ABS natürlich. Aber eben solange, wie du halt nur so ein bisschen aufs Bremspedal gehst, ich glaube, auch da arbeiten sie regenerativ. Das ist ein bisschen sinnvoll. So. I don't know.
ob irgendwelche Hersteller an sinnvollen Sachen interessiert sind oder so. I don't know. Oder vielleicht kommt es nur mir sinnvoll vor und in Wirklichkeit ist es gar nicht sinnvoll. Oh, Stängellinie. Achso, ist hier übrigens, ne, also, ne, hier ist quasi die, naja, die Last, die am Motor fließt, also der Dings. Das heißt, je weiter das Ding nach rechts geht, desto mehr Strom wird vom Akku gezogen. Und wenn ich bremse, geht der nach links und da ist dann quasi einfach, dass Strom zurückgespeist wird. Das heißt, jetzt greife ich an mit voller Power und jetzt bremse ich mit voller Power. Was ja diese inneren Balken bedeuten, dieser komische Charge, kann ich dir gar nicht sagen. Achso, ich schätze mal, das ist der Bereich, in dem ich nochmal bremse. Aber wenn ich darüber hinausgehe, nutze denn die hydraulische Bremse oder macht das überhaupt keinen Sinn? Aber weiß. Hey, es ist dunkel in Berlin. So ruhig. Du hast echt fast nur die Reifen. Ja, und natürlich auch so, ne, den Wind, so, wenn halt direkt auf der Front steht. Aber hauptsächlich hast du halt nur die Reifen. Da ist schon krank. Na, der Akku hat schon gut ein Viertel runter. Warum ist die Schrift da so klein? Oh, sogar ein Drittel runter. 250 Kilometer können wir noch, mindestens. Also ist natürlich relativ gut geschätzt. Also wenn wir so fahren, wie wir normal fahren, also die ganze Zeit 80 halten, dann reichen wir viel weiter. Aber diese 400 Kilometer oder sowas, was er da vorgibt, angeblich zu schaffen mit dem Akku, das ist wirklich schon, wenn wir wirklich aggressiv fahren, also halt statt, ne, wo wir andauernd anfahren und mal wieder beschleunigen müssen, darauf, also wie gesagt, wenn wir hier relativ ruhig fahren, kommt man eigentlich relativ weit. Also.
Ja, war nicht gerade ein 80er-Schild? Oh, war doch bloß ein 30er-Schild. Ups. Warum müssen sich die 8 und die 3 auch so ähnlich sehen? Links halten und dann links abbiegen. Nee, ich muss hier gar nicht drauf, ne? Biege nach links ab. Ups. Hallo, bremst doch mal. Digga! Ah, mal grün. Vor allem immer schön, wie man sie sieht, dass sie da wirklich jetzt ein extra Design für entwickelt haben. Ne, weil im Echten haben die auch ein Spezialdesign. Wobei nicht zwangsweise, im Echten haben sie auch, also kann man die elektrischen LKWs auch mit normaler Lackierung holen. Aber hier haben sie halt standardmäßig dieses, ne, extra dafür entwickelte Design und haben tatsächlich auch schwarze Räder. Also, was ja bei den normalen LKW in der Schnellmission definitiv nicht so der Standard ist. Der braucht echt lange zum Bremsen. Ah ja, sieht schon schnick aus. Wir müssen man ja eigentlich, wenn wir mal gucken hier, wenn wir mal Vehikel gebraucht, LKW, nee, Katalog, Talk Explorer, dann müsste man es ja eigentlich sehen, dass die halt diese Standardräder. Und kann ich einfach runterklicken. Also guck mal, ja, halt hier hat er weiße Räder. Ah. Okay. Lul. Ja, wie gesagt, ne, Auswahl gibt's ja nicht groß, weil die kannst du dir eh nicht kaufen. So, das heißt, die einzigen Teile, die es gibt, sind die, mit denen auch. Oh, guck mal, man kann dir tatsächlich sogar eine normale Lackierung geben. Ah. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Also dadurch, dass man den sich eh nicht kaufen kann und dementsprechend anpassen kann, gibt es ja auch keine Ersatzteile. Das Einzige ist halt, dass es halt zwei Motoren gibt, weil der halt auch in beiden Ausführungen in den Schnelljobs auftaucht. Aber ansonsten kann man sich den halt weder kaufen und dementsprechend auch nicht in normalen Missionen benutzen. Sondern wie gesagt, nur in den Quickjobs. Und auch da, wie gesagt, nur bei kürzeren Strecken. Deswegen mal, wenn man speziell elektrische Missionen machen möchte, schon durchaus ein bisschen suchen muss. Ah ne, wir können eigentlich gleich rechts bleiben, voll ist der Kreisverkehr. Gut, da würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle für die Folge auch erstmal Feierabend und dann sehen wir uns später dann wieder. Bis dann.